So, guten Morgen, was geht denn ab? Es ist früh am Tag, 7 Uhr oder so ein Scheißdreck, ey, meine Eltern sind echt die übelsten Frühaufsteher. Draußen ist nicht mehr so schönes Wetter, also gestern das Video war auf jeden Fall um einiges sonniger, oder der Tag auch für uns. Heute müssen wir mal gucken, was abgeht. Zumindest sind wir schon mal sehr früh wach, um wieder sehr viel aufzunehmen. Ich will sagen, wir gucken da jetzt erstmal rum und ich melde mich dann gleich wieder. Da hinten, Leute, die ganzen mit den Schulranzen, das sind diejenigen, die jetzt um 9 Uhr in die Schule gehen. Also hier wird um 9 Uhr in die Schule gegangen. Dafür gibt es dann aber kurz zwischenzeitlich eine Mittagspause und dann geht es nochmal bis nachmittags abends weiter. Also es ist ein bisschen anders und dann haben sie hier auch gleich ein paar Monate am Stück Sommerferien. 3 oder so. Also hier haben sie das alles ein bisschen anders aufgebaut. Jetzt waren wir gerade da im Stammcafé drin, ey. Gerade rein, ich setze mich gerade hin und dann labern meine Eltern, wer ist woanders? Wo wollt ihr denn hin, Mann? Alter, gab's keine Berliner. Warum sollen wir uns da hinsetzen, wo es nichts zu essen gibt? Mann, warum haben die Schmolucken denn keine Berliner, Mann? Die kommen frisch jetzt in 5 Minuten. Ja, aber wir brauchen keine Zeit. Ey, wenn das mal, lass mal lieber in Richtung. Smoke Weed! So, meine Eltern haben sich entschieden und zwar sind wir 2 cm weitergegangen und hier gibt es. Für 1,50 Berliner und Gallon. Gallon ist immer der Scheiß, der Mama trinkt. 1,20 sogar. 1,20. Also ist schon relativ cool. Und hier steht eine Mischung. Ich bestell schon. So, wir sind fertig gefrühstückt. Und wir laufen jetzt los. Wohin? Wir müssen jetzt immer mehr links halten, ne? Immer links. So, ja. Und wir haben überlegt, weil wir hier so drüber geredet haben, in Portugal alles scheißegal, was Verkehr angeht und so. Und da haben wir uns überlegt, dass wir mal nach Bangkok müssen, ey. Meine Oma meinte, in Bangkok geht's richtig ab. Da fahren die alle wie die Schweine. Und wenn ich euch dann so ein schnelles Video zeige, von wegen, wo ich langgefahren bin und so, setze mir die Kamera auf den Kopf, setze mich auf den Roller, Papa neben mir, Mama dann noch dabei. Und dann fahren wir so als Dreier-Trupp da so durch Bangkok, ey. Dann werden wir uns sofort verlieren, glaube ich, ey. Aber das wäre doch mal eine coole Idee, oder nicht? So, wir sind jetzt hier drin, haben nichts zu tun. Und Papa wollte euch mal was erzählen, der war hier auf Klo. Der wollte mir gerade was erzählen, ich kenne es jetzt auch noch nicht, also dann legen wir los. Na nee, gut, wir stehen hier und haben Zeit. Eigentlich wollte ich das ja Kevin erzählen, der kramt jetzt gleich die Kamera. Aber ist ja egal, aber ist ja auch witzig. Weil ich habe herausgefunden, wieso Portugiesen alle ein BD brauchen. BD ist ein Teil, was man eigentlich nach der Toilette benutzt, um sich den Arsch sauber zu machen. Ja, da dachte ich, das wäre das Fußbad. Ja, Kevin hat sich das in die Füße gemacht, ist auch völlig egal, kannst du ja für alles Mögliche benutzen, aber im eigentlichen Sinn hat das Ding, nach dem Kacken sich den Hintern richtig schön sauber. Und ich habe gedacht, alter Vater, reinliche Leute ohne Ende, ne? So, puh, ja, wir kaufen uns dafür das frisch und feucht und ein bisschen nass so und reiben uns das und rubbeln uns dann vom Hintern, wenn wir dann so reinlich sind. Ne? Und dann denke ich, ja, die sind aber der Hammer, weil, tja, das geht doch nur eine Stufe weit, cool, ne? Aber jetzt pass auf, da brauchst du Grund, wozu das, warum das Ding so wichtig ist. Vorhin waren wir im Café und dann haben wir so, haben wir was, ein bisschen was gefuttert, wie immer, dann wollten wir es zu Kinder so sauber machen und dann haben wir, Alter, das ist überhaupt kein Papier. Ne? So, das schmiert ja richtig. Die Servietten, die sind eher so plastikartig. Ja, so alle, die hier auf dem Tisch stehen. Die nehmen nichts auf, Alter. Da kannst du ranspucken, kannst du ranspucken oder so. Ne? Das ist auch für eine halbe Stunde genauso, kannst du an der Wand kleben, das bleibt so da drauf. Ja. Nicht so. Aber jetzt stell dir die Situation vor. Das Klopapier ist dasselbe, Alter. Smoke weed every day. Ja? So. Und das ich habe ja vorher schon gewusst, ich benutze diesen Klodeckel nicht. Und zum Hotel ist es aber nicht so. Ja, nee, pass auf. Und dann benutze ich den Klodeckel nicht. Und ich weiß, wenn ich da eine hocke, muss ich ja schon das ganze Arschpapier vorher klar haben. Ne? Ich wollte meine Dinge also vorher schon hin, ist klar. Ich bereite vor, ne? Und dann geht's aber ab. Ne? Ich benutze das. Ja. Was? Ja, was ist denn hier los, ey? Schmier dir mal mit dem Gummi mal den Arsch ab. Und du hast dir jetzt auch mit Wasser den Arsch gewaschen? Warte mal, ich musste da Vollreinigung machen. Ja. Mit BD und alles. Und das ist ja die Sache. Ja. Ey, ja. Das war jetzt auch genug Information, ey. So, Leute, wir laufen jetzt hier rum.
und suchen den Laden, wo meinem Vater die Augen gequalmt haben, am Tag diesmal aber. Und wir sind irgendwo an einer anderen Position, waren schon wieder in Chinesenläden drin. Heute klappern wir nochmal jegliche Chinesenläden ab, die sind schon ziemlich interessant. Und jetzt geht's einfach rund, wir suchen den und hoffen wir mal, dass er ankommt, ne? So, Leute, wir meinen ja eigentlich immer, dass Portugal ein friedliches Land ist und dass wir da nichts sehen. Also wir sehen hier echt irgendwie überhaupt gar keine Gewalt oder Brutalität oder irgendwas, obwohl wir hier die ganze Zeit in der Großstadt rumlaufen. Aber diebische Elstern, das sind sie, ne? Der Reifen hängt hier noch, Schloss ist auch noch dran, also Fahrrad, scheißegal, ob du das abschließt. Wundert mich, dass das Schild noch steht, ey. So, was geht denn ab? Wir sind auf jeden Fall jetzt noch hier, also wieder im Hotel hier, in der Butze von meinen Eltern. Und chillen jetzt hier ab, weil heute ist es irgendwie, geht das viel, viel schneller mit den Füßen wehtun. Wir sind jetzt ein paar Stunden wieder rumgelatscht, so Und ja. Füße tun schon weh, deswegen chillen wir uns jetzt erstmal übelst hier hin, keine Ahnung. Langsam reicht's mit der Rumlauferei, Alter. Wir brauchen ein Moped. Ja, wir brauchen ein Moped, irgendwas, womit man sich bewegen kann, von A nach B. Ja, wir chillen jetzt erstmal hier, später müssen wir nochmal los und dann, glaube ich, melde ich mich auch nochmal. So, da sind wir. Die Portugiesen gucken mich immer an, ey. Sobald man die Kamera schaltet, gucken die so. Quatschlos und nickt sie an. Und wundert sich, dass sie den anglotzt. So. Die hat schon vorher geglotzt, bevor ich angeschmissen habe. Da musste ich doch die ansprechen. Die guckt, ey, was macht er da? Und jetzt spricht er auch noch so. Alter, ey. Wir sind jetzt raus von zu Hause, haben genug gechillt. Und ja, wir machen uns auf den Weg zum Treffpunkt, wo wir uns treffen wollten. Und dann mieten wir uns noch Fahrräder, ne? Ich hätte voll Bock, euch mal zu zeigen, so mit Fahrrad einfach mal. Wir sind halt, wenn ihr euch das vorstellt, sind wir hier in welchem Teil? Ey, weißt du, was Hammer ist? Hammer ist eigentlich voll apropos Fahrrad, ne? Wenn du das so guckst, Alter. Ja. Das ist ja schon mal dahinter. Du brauchst kein, also Licht brauchst du nicht. Im Dunkeln hier durch die City ist überhaupt gar kein Thema. Guck mal, Beef, Toys R Us. Fahrradweg gibt's ja auch nicht, ist egal. Feuer. Fährst auf der Straße, fährst du auf dem Fußweg, ist völlig glatt, so Querkreuz, ohne Licht, nachts, egal. Aber das Geilste ist diese Mini-Pocket-Scheißdinger, ne? die du nur so bam, 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 bei uns dürfen, und so. Bei uns dürfen die nicht mal auf der Straße fahren, hier ist es alltäglich. Die kreiseln hier heute Morgen, stehe ich vor der Gemeinde und da ist auch gleich die Polizei. Da kommt er mit einem Helm, mit so einem Mini-Pocket-Bike angekreiselt, ohne Licht, ohne alles. Und fährt ganz cool bei Bullen vorbei. Und hält bei der Gemeinde an, Alter. Und das ist alles ganz normal. Ja, hier haben wir. Ich habe schon auf der Straße zwischen. Oh, wir gehen hier einfach rüber. Werden hier fast überfahren. Auf jeden Fall habe ich gesehen, dass zwischen den Autos, ja, zwischen der Straße, hat einer auf dem Cityroller einfach so einen Motor aufgebaut und ist damit dann rübergeklatscht, ne, über die Straße. Und steht dann da auf so einem Cityroller. Das war schon ziemlich cool. Wie die hier so. Das ist so alltäglich. Damit fahren die zur Arbeit, ne? Aber naja, jetzt machen wir auch mal Schluss hier. Die Angst vor mir und dann bin ich der Möwenschreck. Der ist Papa voll der Tierquäler, ey. Voll der Möwenschreck. So, jetzt gehen wir ganz langsam hin da. Weil das sind voll die großen Vögel. Psst, ruhig. Nicht verjagen, Papa. Vorsichtig. Vorsichtig. Oh, Vogel. Vogel. Angriff. Oh mein Gott. Oh. Weg ist sie. Psst, hier steht noch der andere Vogel. Vogel, ganz langsam, Leute. Oh. So, Vogel. Vogel, Vogel, ganz langsam. Der springt hier von Auto zu Auto. Ich soll hier nicht über den Auto. So, Vogel, Vogel. Leute, ich bin circa 1,5 Meter von diesem Vogelvieh entfernt, ey. Diese rotzenfrechen Viecher, mein Gott. Was geht denn ab? So, wir waren gerade einkaufen und zwar haben wir eine große Wasserflasche, eine kleine Wasserflasche und eine Cola für 1,20 gekauft und dabei hat die Cola schon 1,49 gekostet, also es ist mysteriös und da ist so eine riesen Opa-Ansammlung und ein Roller, naja gut, ziemlich warm, wir müssen jetzt erstmal was trinken. So, und zwar stehen wir hier vor einem riesigen Gebäude, guckt euch das mal an, wir wissen nicht genau, was das für ein Gebäude ist, aber es ist, sieht ziemlich cool aus, das wollte ich euch eben nur noch mal so zeigen, also guckt es euch an und bis demnächst. Ihr könnt mich nur nicht sehen, aber naja, wir laufen jetzt hier rum, also keine Ahnung, ich chill gerade ein bisschen, hinter mir ist anscheinend der Kindergarten oder so, keine Ahnung, ich setze mich jetzt nur auf diesen Stein hier und ja, keine Ahnung, was heute noch so geht, heute gehen wir anscheinend
nicht mehr an den Strand anscheinend. Gibt es nur noch. Ja, es gibt nichts mehr Besonderes heute, Alter. Mal sehen, an welche Ecke wir uns morgen verkriechen. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Morgen wollten wir höchstwahrscheinlich dann an einen anderen Strand, an einen geileren Strand. Und tja, ansonsten bin ich weg. So, wir sind jetzt, also ich bin jetzt gerade ein paar Meter gelaufen. Da hinten ist auch noch der Kindergarten. Hier sind ein paar Bilder. Seht ihr die da? Gemalt auf Fliesen. Ich weiß auch nicht genau, was das ist. Ich habe hier eine Tüte in der Hand mit meiner Wasserflasche noch. Hier ist anscheinend, also wenn da Wasser drin ist und die Anlage funktioniert, dann ist das vielleicht ganz schön. Aber so ist es einfach nur ein verrostetes Stück Scheiße. So, und hier geht's hoch. Mein Vater rennt schon da hinten auf Toilette. Hier geht dann anscheinend immer noch, wenn es dann toll ist, Wasser und Treppen und Tribünen und 1000 Autos, Parkplatz hier. Ich weiß nicht, was das für ein Park ist. Es scheint mir wie ein Park. Ich habe keine Ahnung, ob es einer ist, wie toll und so. Voll viele Blätter drin und so, voll verrunzt. Möchte sich keiner drum kümmern, verrostet, vergammelt. Zwei Säulen stehen da. Naja, ich mache mich dann aber, wir müssen jetzt langsam hinterher. Mein Vater geht auch schon auf irgendwelche illegalen Drogentoiletten. Ey, der weiß gar nicht, was das für Türen sind. Naja, wir machen uns auf. So, und schon sitzen wir wieder im Café hier. Tada, sind wir drin. Confeitaria Baviera Espacialidade Natas. Seht ihr? Natas, ne? Spezialität. Ja, das kann man daraus so einigermaßen entziffern. Also die heutige Wanderung, Leute, es passiert echt nicht viel heute. Das Einzige, was wir machen, ist unsere Füße wund laufen, von Kaffee zu Kaffee laufen. Ey, ich habe was auf dem Arm. Von Kaffee zu Kaffee die Sonne genießen und uns deswegen in Schatten setzen. Ja, keine Ahnung, also das ist schon so Portugal. Morgen wollen wir nochmal an so einen anderen Strand, aber das habe ich eben ja schon erzählt. Und tja, ich würde sagen, wir werden uns gleich wieder nach der eine Grund, warum wir auch hier hin sind, ist jetzt, weil Papa unbedingt auf Klo musste und das da hinten hatte, irgendwie war nichts. Und deswegen sind wir jetzt hier und auf geht's. Hey ho, wir sind jetzt wieder unterwegs. Und zwar wollte ich euch mal fragen, Leute, schreibt es doch mal in die Kommentare, wie fühlt ihr euch in Deutschland bei 28 Grad? Könnt ihr euch eigentlich noch daran erinnern, wann war das letzte Mal 28 Grad bei euch zu Hause? Hier ist jetzt gerade im Schatten 28 Grad, war so ein Außenthermometer an so einem Laden angezeigt, 28 Grad im Schatten. Du läufst hier lang und denkst dir so, alles cool. Wenn du nicht unbedingt in der Klatschsonne hängst und dir dann voll abschwitzt, so im Schatten chillst du hier voll lang. Ist voll chillig. Also wie fühlt ihr euch bei 28 Grad in Deutschland? Sagt es uns einfach in den Kommentaren, dann können wir uns eine Runde schlapplachen. Bis später. So Leute, ihr habt jetzt genau 3 Sekunden, um uns zu sagen, wo wir jetzt gerade stehen. 21, 22, 23, verkackt. Und wer es geschafft hat, schreibt Hashtag geschafft. Und zwar ist das unser Hotel, das Grüne. Da ist an dem Fenster, an dem zweiten von oben, ja, da ist mein Vaters Zimmer und ein weiter bin halt ich am Rumdörpen. Und wir haben auch hier immer die Apotheke, da das grüne Ding, wo wir dann halt auch zum Beispiel immer die Temperatur ablesen können, wie warm oder kalt es gerade ist. Hier ballert die Bahn immer lang, hier diese Kurve, und weckt mein Vater immer auf. Und deswegen ist er morgens um 5 schon immer wach und fuckt meine Mutter ab und sowas alles. Naja, ne? So, hallo, hallo. Da sind wir wieder. Am Strand. Wir sind wieder Kilometer gelaufen. Kilometer um Kilometer, meine Füße tun auch langsam schon weh. Das Gute ist, dass wir hier in der Nähe vom überguten Knoblauch-Prego-Restaurant sind. Das heißt, zum Abendbrot gibt es richtig guten Prego und nicht mit diesem Crap-Prego von sonst wo überall hergekrabbelt, ey. Ja, jetzt sind wir wieder hier am Strand. Morgen gibt es ja mal einen anderen Strand. Einfach mal was anderes. Jetzt sind wir aber wieder hier. Ne? Am Kaffee. Da kennt ihr auch da das Kaffee und Strand und alles, ey. Jetzt hängen wir hier rum, Sonne ist im Rücken. Ich glaube, hier kannst du surfen lernen. Hier ist Surfen Learning. Könnte sein. Hier ist mit so Holz und sowas. Und wo lernt man surfen? Obwohl, Tatsache. Vielleicht treffen sich hier auch nur die Surfer. Da hinten der Typ da spuddelt schon rum und weiß der Geier was. Gut, Leute. Ey, warum gehen wir nicht mal da hinten rauf? Lass mal hin. Worauf? Da. Was ist das Ding da? Das ist, ein, Alter, das ist der Hafen. Ach, Stunden, Mann. Das ist am Fischmarkt vorbei, über die Brücke rüber. Fischmarkt! Können wir noch mal zum Fischmarkt gehen? Ich glaube, auf der Hafen.
Gut, Leute, wir chillen uns jetzt ein bisschen hier in die Sonne und würde sagen, wir sehen uns dann einfach gleich wieder. So, ich sitze hier immer noch. Meine Eltern sind gerade weg. Die kommen aber höchstwahrscheinlich gleich wieder. Und ja, ich wollte eigentlich gar nichts Großartiges sagen, sondern euch einfach vielleicht mal hier ein bisschen am Strand chillen lassen und euch einfach nur ein bisschen hier die Aussicht genießen lassen. So, genug von Strandatmosphäre. Jetzt zeige ich euch mal ein bisschen, was ich mir hier angucke. Ich gucke ja in die andere Richtung, auch im Schnellformat. Also, keine Ahnung, ich gucke mir hier so die Leute an, die hier so rumlaufen. Vielleicht gefällt es euch ja auch. Ich zeige euch das einfach mal. Also, viel Spaß dabei. So, jetzt erstmal halt Stopp. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also ich gucke mir jetzt schon seit, glaube ich, einer Stunde oder so die Leute an, die hier so vorbeilaufen. Hier laufen echt so viele verschiedene Menschen lang. Naja, ich mache mich jetzt erstmal auf und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach gleich. Und hier natürlich seht ihr wieder die beiden chillen, ne? Also sind die, hocken die hier wieder rum, wie die Molukken, hängen hier wieder an den letzten Gassen. Ja. So, grüß euch. Wir sind jetzt gerade im Lokon und auf jeden Fall haben die gesagt, dass es noch ein bisschen zu früh fürs Essen ist. Also unsere letzte warme Mahlzeit ist jetzt circa, sagen wir mal, es ist jetzt 20 vor 7, 6 Stunden und 20 Minuten her, 40 Minuten meine ich natürlich. Und für uns ist es eigentlich jetzt schon die passende Zeit. Und ja, es ist mega warm hier drin, echt schweinewarm. Papa kommt gerade vom Kacken wieder, ey. Zieht auch schon mit der ganze Duft, ey, boah. Auf jeden Fall. Auf, ja, es ist heiß, ne? Ja. Ich schwitze auch schon wie ein Eber, ey. Auf jeden Fall gibt es jetzt hier gleich wieder das Knoblauch-Prego. Und naja, da freue ich mich schon drauf, ne? Wir nehmen dann Galgong-Dings, ne? Galong. So, was geht denn ab und guten Abend. Wir haben jetzt Abendbrot gehabt. Super Prego mit Knoblauch und dick Pfeffer und alles. Wisst ihr, was die zu uns gesagt haben? Achso, habe ich das schon erzählt? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ne? War, ist zu früh zum Essen. Und Oma musste angerufen werden. Also da kocht so eine kleine Omi. Und das ist natürlich auch ein kleiner Mensch, ey. Wow. Gerade an uns vorbeigelaufen ist, ey. Papageien? Ja, da drinnen. Da drinnen sind Papageien. Ja, das ist gerade die beste Haltung. Oh, wow. Aber geht so. Die ist ein bisschen depri und frisst sich selbst auf. So, auf jeden Fall wollte ich sagen, Omi musste erstmal angefahren kommen und musste uns dann das Prego kochen. Ne? Also Opi sitzt dann da im Laden und hat Angst. Ne? Der möchte nicht, dass irgendjemand Essen bestellt, denn kann nicht kochen. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt Abendbrot, laufen wir noch ein bisschen durch die dunkle Nacht in Portugal.
So, da sind wir auch schon. Jetzt wieder hier zu Hause. AKA zu Hause, keine Ahnung, ob man das zu Hause nennen kann, darf, sollte oder sowas ähnliches. Latschen wir jetzt hier gleich wieder hoch. Oh, es ist schon dunkel hier drin. So, auf jeden Fall wollte ich sagen, dass... Hier wird schon diskutiert, welches Handtuch, dies, das. Wollte ich sagen, dass unser Tag jetzt höchstwahrscheinlich vorbei ist. Und ich danke euch für eure riesige Unterstützung. Mit euren Kommentaren macht es echt Spaß. Mit dem Hashtag Portugal ist geil unter dem letzten Video. War schon ziemlich schnieke. Ich danke euch dafür. Ich hoffe, ihr habt auf das Hashtag in diesem Video geachtet zwischendurch. Ja, ich hoffe, ihr kriegt das mit. Und ich beantworte natürlich alle Kommentare, die irgendwie ja, beantwortet müssten, werden, müssen, tun. Die werde ich dann auch in Deutschland wieder beantworten. Ich sage dann jetzt mal Tschüss, haut da rein und auch Tschüss von meinen Eltern, denke ich. Die waschen sich schon die Füße im scheiß Waschbecken, wo wir uns die Zähne putzen, weißt du. Oh. Smoke weed every day. Ich klapp ab, wenn ich hier heiße Füße kriege. Alter, ich hab einen scheiß Fußball in meinem Zimmer, Mann. Ja? Nein, da ist eine Dusche auf Fußball. Alter, und da ist eine Dusche, weißt du? Jetzt mal in Ruhe. Der ich erste. Nur noch, was ich will. Weißt du? Der kommt nicht auf die Idee, seine scheiß Füße in das Bad zu stecken, sondern die hochzuheben und in das scheiß Ding, ey. Leute, ich mach aus, mir wird das zu wild hier. Haut rein, bis zum nächsten Video.